Hier, warte, doch alle kriegen etwas. Und jetzt verschwinden. Ich gehe zu Fuß, Sie können fahren. Schönen Tag. Nennen Sie Pizza, Darling. Ist es gut? Oh. Ja, aber man kann es nicht vernünftig essen. Die mit Abstand berauschendste Julia, die ich je gesehen habe. Oh, Tom. Haben die Geier das Theater schon verlassen? Ich denke, dass jeder schon unterwegs zur Party ist. Wieso gehst du nicht auch schon und ich sehe dich dann dort? Ich bin noch ganz durcheinander. Du warst wunderbar. Absolut wundervoll. Und nichts, was du sagst, kann meine Meinung ändern. Schnell. Ich habe nicht solchen Mut seit den Kirchen gesehen. Haben wir Dünkirchen nicht verloren? Aber tapfer. Oh, Chris, ich wusste nicht mal, dass du in der Stadt bist. Und mein liebster Guido. Siete bellissima. Oh, sie wunderbarer Lügner. Seid so lieb, geht beide und helft Tom auf der Party. Mit all diesen Monstern? Tut es für mich. Ich habe die Befürchtung, dass er zuschlägt, wenn mich jemand kritisieren sollte. Weißt du, die Julia war seine Idee. Ich konnte sie ihm nicht ausreden. Ich bin in seinen Augen immer noch 23, Gott beschütze ihn. Niemand war mutig genug, hinter der Bühne zu erscheinen. Wir brauchen alle erstmal ein paar steife Drinks, bevor sie mir Komplimente machen. Bei meinen Premieren wollte ich das erste Flugzeug aus der Stadt kriegen. Nur weg, sobald der Vorhang nach dem Applaus gefallen war. Aber wenn es dir an einem Fluchtfahrzeug fehlt, ist es am besten, dein bravourösestes falsches Lächeln aufzusetzen und die ganzen Bastarde niederzugrinsen. Ich sehe euch dann. Karen Stone, der überragendste, leuchtendste und schönste Broadway-Star seit 25 Jahren, fiel uns vom Himmel mit einem Broadway-Desaster, und zwar buchstäblich. Was auch immer unsere liebliche und intelligente Karen dazu brachte, zu denken, sie sei immer noch jung genug für die Julia, wird wohl ewig eines der größten Broadway-Rätsel bleiben. Sie sollten sowas nicht lesen, Mrs. Stone. Schreiben Sie ihm eine Nachricht. Auch ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat. Aber ich liebe Sie sowieso. Also, wessen Geburtstag ist heute? Horace Oliver. Ach, der Kolumnist des Detroit Star. Mhm.
Er bekommt ein Telegramm wie immer. Und schreiben Sie, wie aufgeregt ich bin, dass er von seiner Operation so wunderbar genesen ist. Ist irgendwer tot seit gestern? Abgesehen von Karen Stone, die auf der Bühne gestorben ist. Mattie Osborne, die Kritikerin aus Chicago. Herzinfarkt. Oh, Blumen und Kondolenzen. Ich wusste gar nicht, dass er ein Herz hat. Nun, es gibt bestimmt schon einen Nachfolger in Chicago. Es braucht keinen Kritiker mehr in Chicago. Ich werde nicht auf Tournee gehen. Wissen Sie, ich mache mir große Sorgen um Toms Gesundheit. Der ist so ausgelaugt. Ich denke, wir sollten sehr lange verreisen. Werden Sie nächste Saison in einem neuen Stück zu sehen sein? Gary, ich befürchte nicht. Ich werde meine Karriere beenden. Aber das kann doch nicht sein. Das können Sie doch nicht ernst meinen. Doch, das ist mein voller Ernst, Fred. Mein Ehemann braucht mich. Und das ist mir viel wichtiger als meine verrückte Karriere. Wir werden sehr lange Ferien in Europa und Asien machen. Ich will, dass er ganz gesund wird. Sie verwöhnt mich. Wo genau werden Sie hinfahren? Na, schön genug für heute. Sie wollen doch nicht, dass wir unser Schiff verpassen. Ein letztes Foto, bitte. Darf ich Sie noch einladen? Sie sehen Sie mal hier. Ausruhen, hat der Arzt gesagt. Was ist? Tut mir leid. Was ist los? Tut mir leid, ich war nur so... Ich war so ein miserabler Ehemann, ein nutzloser Mann. Wenn es darum ging, um die ehelichen Pflichten... Es tut mir so leid. Entschuldige, ich... Hör zu, wenn ich wie ein Tier hätte leben wollen, hätte ich ein Tier geheiratet. Stattdessen habe ich den großartigsten Mann der Welt geheiratet. Es tut mir so leid, Karen. Oh, Mensch. Ist schon gut. Alles ist gut so. Ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. Großartige Schauspielerin ist Ihnen vorausgeeilt. Oh, diesen Ruf habe ich meinem Ehemann zu verdanken. Oh, natürlich. Es ist ungewöhnlich, dass ein Mann seine Frau so verehrt. Tom hat jeden Zeitungsartikel gesammelt, jede Kritik, die ich je bekommen habe. Ich frage mich, wo er ist. Oh, bitte verzeihen Sie, entschuldigen Sie mich. Baby! Was für eine wundervolle Überraschung! Was machst du denn in Rom? Auf der Durchreise. Wie immer natürlich nur auf der Durchreise. Dido schleppt mich nach Sizilien, um seine Familie zu treffen. Ein trübseliges Vorhaben. Aber ich habe Zeit, an meinem neuen Stück zu arbeiten. Mann, siehst du wieder toll aus. Wo ist Tom? Oh, möglicherweise hat er jemanden gefunden, der was von der Wall Street versteht. Währenddessen hat er mich bei dieser Schreckschraube geparkt, die ihm ihre Karte aufgezogen hat. Aber ja, die Contessa. Sie zwingt jeden ihre Karte auf. Contessa? Contessa wer? Wer weiß schon wer. Jeder von denen hier hat einen Titel, gefolgt von einem ellenlangen Namen. Wie ein Puh. Geerbt in ihrem Fall, wie ich glaube, von einem Vorfahren, der eine männliche Hure war. Er war für die außerordentliche Mächtigkeit seiner Männlichkeit bekannt. Und zum Lohn für seine Dienste wurde er geadelt. Oh, Christopher. Aber das ist die Wahrheit, falls die Gerüchte stimmen. Baby, diese Party ist ein Kongress von ausgesuchten Hexen und Dämonen. Sie zelebrieren ihre Eleganz und sind dabei doch nur Nutten und Zuhälter. Eigentlich ist das alles nur Krieg. Erinnerst du dich an den Krieg? Du spieltest in dir selber treu und hast die meiste Zeit so rumgestanden. Das ist von der guten Gesellschaft in Europa übrig geblieben. Gut angezogene Menschen, die sich verkaufen wollen. Und jetzt schau dir mal das an. Bitte, der bestaussehendste junge Mann in ganz Rom. Jeder träumt von ihm. Männer und besonders Frauen. Er gehört Mrs. Jameson Walker, deren Ehemann Texas besitzt. Der Junge kostet sich sicher eine ganze Menge. Du schaust ihn gar nicht an. Nicht unbedingt interessiert. Es gibt Dinge, die wichtiger für mich sind. Und die werden? Stell doch nicht so schwierige Fragen. Lass uns doch. Oh.
Ihr Name ist Karen Stone. Eine wirklich furchtbare Schauspielerin, aber Ihr Mann ist furchtbar reich. So reich. Das sind Rubine. Oh! Oh, großartig. Wie eine Taube. Oh, oh, wirklich wundervoll. Findest du nicht, er müsste etwas dunkler sein? Wieso? Es würde mich schlanker aussehen lassen. Oh, Gewicht steht dir, Darling. Genau wie dieses Grau. Vertrau mir. Oh! Na, wie sehe ich aus? Außerordentlich Schmuck. Oh! Ja. Und wie sehe ich aus? Bezaubernd. Absolut bezaubernd. Tom, was ist passiert? Mein Mann ist krank. Sagen Sie dem Piloten, wir müssen landen. Sir, geht es Ihnen gut? Ich kann nichts erkennen. Er sieht krank aus. Ihr Mann ist ohnmächtig. Nein! Wir müssen landen! Wir müssen landen! Da ist eine Insel! Tom! Tom! Auf die Insel! Auf die Insel! Sie müssen endlich landen! Sie müssen endlich landen! Manchmal überraschst du mich wirklich. Wie denn? Ist das der Platz, an dem Tom wollte, dass seine Seele hier ruht? Oh, Tom glaubte nicht an sowas wie Seele. Aber er war ein Christ und liebte das Theater. Und hier ist das ultimative christliche Theater. Aber hier wurden die Christen doch aufgefressen. Und doch gehörte es einfach dazu. Ich werde in Rom bleiben und mir ein Apartment nehmen. Kann dich nichts bewegen, zum Theater zurückzukehren? Oh, nur eine Amnesie. Ich habe kein Talent. Talent? Mit welchem Talent kommt man denn noch ungestraft davon? Natürlich war es falsch, die Julia zu spielen, wo du doch eher Lady Macbeth bist. Das war ein großer Fehler, all dieses weiße Satin und die Perlen. Es gibt eine lange Tradition, dass ältere Schauspielerinnen diese Rolle spielen. Aber es wird vermutet, dass sie es können. Ich war charmant und hübsch und hatte gewisses Flair und enorme Ambitionen und einen reichen Ehemann. Und das Wichtigste dabei, Jugend. Alles davon ist weg. Puff. Verweht in einer Rauchwolke. Und was von dem sollte ich vermissen? Kann ich dich mitnehmen? Nein, danke. Ich treffe Guido hier in der Nähe. Peppo! Danke, dass du da warst. Was wirst du jetzt tun? Thank you.
Hallo? Oh, Contessa, hier ist Karen Stone. Vielen Dank für Ihre wirklich herzliche Kondolenz. Ja. Ja, wirklich traurig. Wissen Sie, ich habe mich entschieden, hier in Rom zu wohnen. Für eine Weile. Und es wäre doch schön, wenn wir mal gemeinsam Tee trinken könnten. Oder morgen Nachmittag? Wundervoll, okay. Wundervoll, ich danke Ihnen sehr. Ja, vielen Dank. Bye, bye. Sie sind in der richtigen Stadt, Mrs. Stone. Wir hier wissen, was Verlust heißt. Wirklich? Es liegt uns im Blut, aber wir können damit umgehen. Wir finden einen Ausgleich. Oh, wie schön. Da ist jemand, den Sie treffen sollten. Marco! Ah, Yannick-Wa! Hallo! A strange fascination. There's a strange fascination that keeps calling me and takes me to a place that I never knew. Such a strange fascination, call it wild infatuation. I am falling now, it's true. Strange fascination carries me away. Danke sehr, Lorenzo. Das war ein charmanter Abend. Ich muss mit Ihnen sprechen. Bitte. Natürlich. Bitte kommen Sie rein. Sie haben ein Problem. Ja, meine Mutter. Ah. Ihr Unterleib, ihr droht ein Darmverschluss. Eine Geschwulst? Ja, eine Geschwulst. Oh, das tut mir wirklich leid. Es muss operiert werden. Aber es gibt in Italien nur einen Arzt, der diese Operation durchführt. Oh. Er praktiziert in Neapel. Es ist sehr teuer, sie dorthin zu schicken. Vielleicht besteht die Möglichkeit, ich weiß, es mag dreist erscheinen, aber vielleicht können Sie mir 1 Million Lire leihen. Für meine Mutter. Ich wäre Ihnen für alle Zeiten sehr dankbar. Es würde mich Ihnen vollständig verpflichten. Verstehen Sie? Ja, natürlich, verstehe ich. 1 Million Lire, das ist eine große Menge Geld. Ich denke, Sie haben meine Sehnsucht nach Gesellschaft gründlich missverstanden. Es gehört sich nicht, dass eine Lady allein diniert. Das ist ein dummes soziales Vorurteil, aber so ist es. Ich habe die Contessa nun schon ein paar Mal getroffen. Zuerst hat sie mich Marco vorgestellt, dann Luciano und dann auch ihn. Marco hat eine Schwester, Luciano eine Cousine und Sie haben eine Mutter. Keiner von euch versteht irgendwas. Hier ist er. Und nun werde ich gute Nacht sagen. Es tut mir leid, wenn ich Sie beleidigt habe. Sie sind sehr nette Burschen, wirklich, alle von Ihnen. Ich werde Sie bestimmt nicht wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war's? Ja, das war's. Ich verstehe das nicht. Das meine ich ernsthaft. Ich sollte aufhören, Sie zu treffen. Römische Jungs sind wirklich seltsam. Was kann ich tun? Aber Sie sind so gut aussehend. Ja, schon. Aber so allein. Wie ein paar Schauspieler, mit denen ich spielte. Aber denken Sie nicht, eine Frau braucht manchmal etwas. Was? Liebe. Definieren Sie Liebe. Beißen in ein Ohr. Wie bitte? Nun, so fängt es an und dann beginnt es abwärts zu gehen. Contessa. Cara mia, wenn man so alt ist wie ich, denkt man nur noch an die Fleischeslust. Sind Sie damit fertig? Bitte. Danke sehr. Also, wie denken Sie darüber? Tja, triebhaft. Was? Man betritt einen Raum, man verlässt einen Raum.
Rein, raus, was macht das schon? Triebhaft. Karen? Karen Stone. Karen, ich bin's, Julia. Julia, aber welche? Julia! Oh. Das ist so ein Zufall. Wir wussten, dass du hier bist, aber nicht wo. Greg und ich kaufen Kostüme ein und du weißt, was das heißt. Oh, ja, natürlich. Niemand hat was von dir gehört. Außer, dass du in Rom lebst. Wieso? Ja, es ist wunderschön, natürlich, aber es fällt fast zusammen. So alt. Die Gerüchte sagen, du arbeitest an deinen Memoiren. Das wäre wirklich ein schmales Bändchen. Was machst du tatsächlich hier? Treiben lassen? Einfach mit der Brise. Karen, eine Zeile aus einem Lied. Ist alles in Ordnung? Nein. Hör zu. Du musst mir deine Nummer geben, damit wir uns treffen können. Ich hab da etwas. Etwas? Ja. In mir etwas. In mir. Ich verstehe nicht. Es ist ein Tumor. Oh Gott. Ja, ich befürchte das. Ich befürchte, er ist inoperabel. Karen. Weißt du, da ist nur noch wenig Zeit. Also du verstehst das. Ich möchte keine Besuche. Ich brauche meine Privatsphäre. Wo ist er? Wo ist wer? Der Tumor. Er ist im Unterleib. Oh mein Gott. Also, ich bitte dich, mich nicht zu besuchen. Ich muss gehen. Du verstehst mich doch sicherlich. Ich habe geklingelt bei mir. Wir waren gerade in der Nachbarschaft. Natürlich. Ich würde Ihnen gerne einen wirklichen Freund vorstellen. Ach ja, Francesco, Pietro, Alessandro. Für einen Besuch ist es wohl gerade nicht die richtige Zeit. Sie müssen mich entschuldigen, bitte. Oh, vergeben Sie mir. Ich benehme mich schlecht. Ich bin ein bisschen leichtsinnig heute Nachmittag. Wieso bleiben Sie nicht zum Tee? Wir wären erfreut. English Tea. Mhm. Ich bin Conte Paolo Di Lio. Eine sehr ausgesuchte Familie. Kennen wir uns nicht? Bitte kommen Sie rein. Wunderbare Aussicht. Ja, das ist sie. Exzellente Schokolade. Wo denn? In diesem Biskuit. Oh, danke sehr. Also, wieso waren Sie so? Wie denn? So leichtsinnig? Oh, ich habe heute etwas ausrangiert. Oh, was denn? Eine sehr alte Freundin. Ja. Das wiegt sehr schwer. Es fühlt sich an, als hätte die Fluglinie mein Gepäck verloren und mir ist es egal. Aber Ihr Koffer, hat er denn kein Namensschild? Es ging verloren. So sind Sie jetzt also befreit? Ich vermute. Frei wie ein Vogel. Ich vermute es. Nun, würden Sie mich entschuldigen? Ich habe ein... Sie haben eine Verabredung? Ja. Oh. Das war sehr reizend. Ja, das war's.
War schön, Sie kennenzulernen. Danke für den Besuch, Contessa, und für das Lob des Biscuits. Biest. Es sind schon 7 Tage. 6. Und sie hat dich noch nicht angerufen. Ist sie eben stolz? Sie ist nur blöd. Sie schaut in den Spiegel und sieht es nicht. Ruf sie sofort an. Mach dich doch nicht lächerlich. Die Saison ist vorbei, Paolo. Welche Saison? Deine Saison. Bereits 5 Monate sind die Manschettenknöpfe im Pfandhaus. 4. Nicht eine Falte. Dann betrügt dich deine Sehfähigkeit, hm? Jugend ist eine schreckliche Gabe. Wie Schnee im April. Beeindruckend und dann... Die Sonne! Ich bin auch nicht geschmolzen, noch nicht. Ruf an. Anrufen! Paolo! Natürlich erinnere ich mich. Ihre Karte liegt noch in der Halle, da, wo Sie sie abgelegt haben. Wie lieb, dass Sie anrufen. Ich würde Sie gerne zum Abendessen einladen. Wie süß von Ihnen. Morgen, sagen Sie? Lassen Sie mich nachsehen. Ja, ja, da wäre ich frei. 8 Uhr? Ich freue mich sehr. Ich danke Ihnen. Ciao. Ciao. Sieh dir an, wozu du mich bringst. Ich musste sie einladen. Das heißt, ich muss für das Essen bezahlen. Nicht nur eine Saison, Contessa. Die liegen falsch. Nicht nur eine. Guter Bursche. Danke, Paolo. Ich habe etwas gebucht. Gebucht? Zum Abendessen. Nein. Ach, Berninis. Ich esse immer dort und wir können tanzen. Meine liebe Mrs. Stone, wenn Sie mit einem Gentleman essen wollen, sucht er das Restaurant aus. Ich weiß, aber ich dachte... Wir werden nach Trastevere fahren. Zu Pepiscos. Pepiscos? Haben Sie davon gehört? Nein, nein, ich... Gut, dann werden Sie überrascht sein. Papa Pepisco. Wirklich im Heft. Das ist ja wie ein Familientreffen. Familientreffen sind wichtig in Italien. Was ist mit Ihrer Familie? Nichts, es gibt keine mehr. Das ist traurig. Wenn wir Italiener ohne eine sind, dann schaffen wir uns eine. Nun ja, mein Ehemann war meine... Familie? Ja. Aber jetzt ist er tot. Also, die Pepiscos kommen aus einem kleinen Dorf in Norditalien. Wissen Sie, meine Großeltern hatten eine ihrer Villen dort. Die Küche ist sehr einfach, aber perfekt. Entschuldigen Sie mich. Worüber haben Sie mit ihr gesprochen? Ich habe bestellt. Wie können Sie wissen, was ich möchte? Bitte, Mrs. Stone, bitte vertrauen Sie mir. Ich garantiere Ihnen ein köstliches Mahl. Das ist eine der ältesten Straßen der Stadt. Können Sie sie flüstern hören? Nein. Die Stimmen der vergangenen Jahrhunderte. Jahre existieren nicht für uns, Mrs. Stone. Jahrhunderte sind es. Ich wünschte, Sie würden mich nicht Mrs. Stone nennen. Ich habe das Recht nicht verdient, Sie beim Vornamen zu rufen. Oh, wirklich? Womit kann man dieses Recht erlangen? Mit Tanzen. Tanzen? Natürlich. Das stammt wohl noch aus der Zeit Ihrer Vorfahren, Paolo. Machen Sie sich über mich lustig? Ach, aber nein, und doch war es genauso. Da war überall jede Nacht Musik in den Straßen. Violinen, Trompeten und auch viele Trommeln. Wissen Sie was? Schließen Sie Ihre Augen. Was? Schließen Sie nur Ihre Augen. Hier, jetzt. Können Sie die Musik hören? Nein, Paolo, ich befürchte nein. Bitte, bitte strengen Sie Ihre Fantasie an. Sie sind doch eine Künstlerin, Sie müssen das hören. Lauschen Sie. Da spielt eine Tuba, hören Sie? Oh bitte, das ist mehr als lächerlich. Nichts ist lächerlich, wenn man daran glaubt, dass etwas möglich ist. Sehen Sie diese märchenhaften Lichter?
Cafés, Kellner und Gäste überall. Männer singen, Frauen lachen. Dazwischen spielen Kinder. Und diese fliegenden Insekten, die diese Lichter auf dem Rücken haben. Glühwürmchen. Ja. Und die Lichter gehen an und aus. An und aus. Ein Akkordeon. Was? Ich höre ein Akkordeon. Bravo. Das bedeutet, wir können tanzen. Vielen Dank, Paolo. Das war ein märchenhafter Abend. Nein, nein, ich danke Ihnen. Ich bin ein glücklicher Mann. Heute Nacht habe ich mit einer Prinzessin getanzt. Ach, sicher nicht. Ich bin sicher. Und meine Augen lügen nicht. Gute Nacht, Karen. Gute Nacht. Ich weiß, dass sie mich will. Warum hat sie da nichts gesagt oder getan? Nur Geduld. Rom zu erbauen dauert seine Zeit. Vielleicht nicht, aber irgendwann muss man das Fundament legen. Sei bloß nicht so vulgär. Und du schläfst mit ihr? Jede Nacht? Was denkst du denn? Sie müssen heute Nachmittag eine sehr wichtige Verabredung haben. Nein, eigentlich nicht. In New York hatte ich lauter Verabredungen. Es gab Orte, da musste man ständig sein, aber hier niemals. Ich bin ganz frei. Zu treiben. Sie ist verrückt nach mir und heiraten will sie mich auch. Ich frage mich aber, was soll ich in Amerika? Und sie ist reicher als Signora Coogan? Absolut. Und die Baronin? Oh ja. Mrs. Jameson Walker? Viel reicher und von bewundernswerter Schönheit. Sie ist wirklich eine großartige Künstlerin. Die berühmteste Schauspielerin ihrer Zeit. Wundervoll, wundervoll. Sie sehen sehr viel jünger aus. Dankeschön. Ob ich wohl Ihr Telefon benutzen könnte? Ich bezahle das natürlich. Ja, selbstverständlich. Stopp, stopp, Pepe. Von hier gehe ich zu Fuß. Va bene, sì. Kommt sie etwa hierher? Wer? Die Frau? Sie ist keine unserer Patrone. Erkennst du sie nicht? Nein. Das ist Signora Stone. Ich wusste nicht, dass sie so wunderbar ist. Sie ist sich nicht zu schade zuzupacken, wenn das Haus in hellen Flammen steht. Genauso ist das. Wird sie auch ihn mit nach Amerika nehmen?
zwei Pensionen. Zu singen? Nein, nein, nein. Alle Italiener können singen. Ich weiß das. Ich meine das Klavierspielen. Ah, meine Tante gab mir Unterricht. Sie spielte schon Filigetti. Er war wirklich ein berühmter Tenor. Und sie wurden ein Liebespaar. Aber seine Frau hat sie eines Nachts zusammen im Bett erwischt. Wissen Sie, was sie getan hat? Sie nahm einen Hammer und brach meiner Tante die Hand. Oh, das ist ja furchtbar. Meine Tante ist ein wunderbarer Mensch. Das hat mir jetzt die Stimmung vermiest. Oh, nein, nein, nein. Dafür gibt es keinen Grund. Rom ist eine harte Stadt. Es ist sehr einfältig, hier zu singen. Das Glück ist stets ein Versuch wert. Denken Sie wirklich? Ja, seien Sie nicht traurig, das steht Ihnen nicht. Spielen Sie doch noch was für mich. Nein, ich werde für Sie singen. Ein Lied aus dem Süden über eine wunderschöne Frau. Oh Marie, oh Marie, quanto suona già per sapete, fama dormir. Abbracciate un poco con te. Oh Marie, oh Marie, quanto suona già per sapete, fammi dormire. Oh Marie, oh Marie. Zwei Monate. Und alles, was du gekriegt hast, ist diese Krawatte. Wenigstens ernährt sie dich. Und was ist mit mir? Letzte Woche bin ich vor Hunger in Ohnmacht gefallen, als ich bei Rosatis vorbeikam. Der Amerikaner an meiner Seite konnte nur lächeln. Die denken, in Ohnmacht fallen ist europäisch. Und dann geben sie einem Bettler ein paar Münzen, die mich eine Woche ernähren könnten. Mrs. Stone ist eine großartige Lady. Wirklich und wahrhaftig kann man sie nicht zynisch behandeln wie Mrs. Coogan. Das ist kein Verdienst, eine amerikanische Lady zu sein. Man kann keine wirkliche Lady in einem Land sein, das keine 200 Jahre alt ist. Deine großartige Lady war eine mittelmäßige Schauspielerin, die keinen richtigen Stolz und keine wirkliche Würde oder gar alle besitzt. Du bist boshaft. Aber ich mag sie. Meine Gefühle für sie sind, ja, romantisch. Und sie ist kein Raubtier. Sie hat nicht einmal versucht, mich ins Bett zu kriegen. Ich denke, du bist vernarrt in diese komische Mrs. Stone. Ich denke, du hast längst mit ihr geschlafen, lügst mich an und bringst mich um meinen Anteil. Verschwinde, alte Hexe, und stirb auf dem Schwarzmarkt. Ich hoffe, das wird dich für heute Nacht außer Gefecht setzen. Schon immer sind Fremde in diese Stadt gekommen, um sie zu zerstören, meine Liebe. Aber davon leben wir auch. Wie ich hörte, waren sie mit dem jungen Paolo in letzter Zeit sehr oft aus. Und als ihre älteste Freundin in Rom, denke ich schon, sie sollten doch etwas mehr über ihn erfahren. Ach, sollte ich? Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn charmant finden. Jeder Mann findet das. Er ist der charmanteste junge Mann in Rom. Aber sie sollten den Blick mehr auf andere Dinge richten als nur den Charme. Und was sollten diese Dinge sein? Die wirklichen römischen Qualitäten fehlen Paolo und es gibt etwas, woran Sie immer bei ihm denken sollten. Er mag sicher ein bisschen marketter sein. Was ist denn? Das ist unser Wort für jemand, der kein Geld hat, keine Arbeit, aber ohne das alles sehr gut lebt.
Was denken Sie denn über solche Menschen? Ich habe nichts gegen solche Leute, aber es überrascht mich, dass Sie so jemanden kennen. Behalten Sie bitte Ihr Geld im Auge, meine Liebe. Das ist mein einziger Ratschlag. Ich weiß, dass Signora Coogan schlimm betrogen wurde. Signora Coogan? Oh, Sie kennen nicht Signora Coogan. Sie kam auch aus Amerika hierher. Und letzten Sommer hat sie Paolo mit nach Capri genommen. Und sie sei doch die Einzige gewesen, mit der Paolo nicht im Bett war. Schönheit ist eine Welt für sich. Gott verzeiht ihr alles. Ich weiß es nur zu gut, ich besaß sie auch einmal. Und dann verzieh mir Gott nicht mehr. Welcher Kirche gehören Sie denn an? Keine. Ich wurde als Methodistin erzogen. Wieso? Er wird Ihnen möglicherweise die Geschichte von seinem Freund und dem bitterbösen Priester auf unserem Schwarzmarkt erzählen. Was für eine Geschichte ist das? Er wird Ihnen erzählen, wie ein böser Priester den Freund genau um 10 Millionen Lire gebracht hat. Er wird damit versuchen, Ihr Herz so tief zu treffen, dass Sie ihm die Summe für seinen betrogenen Freund anvertrauen werden. Ich glaube nicht, dass das mein Herz so tief berühren kann. Ich bin vielleicht gerührt, aber nicht für 10 Millionen Lire. Amerikaner sind nicht so romantisch wie ihre Spielfilme. Ein Jammer, dass Sie es nicht sind. Das war ein wundervoller Nachmittag. Ja. Bedrückt Sie irgendwas? Kopfweh. Nein, ich bin bedrückt. Wollen Sie reinkommen? Möchten Sie einen Negroni? Nein, nein. Ich möchte nicht trinken, weil ich sonst weinen werde. Worüber denn, Paolo? Etwas Furchtbares ist einem Freund von mir geschehen. Wirklich furchtbar. Aha. Ich werde es Ihnen erzählen. Ein Priester hat ihn angesprochen, der zu den höchsten Kreisen im Vatikan gehört. Und dieser Priester erzählt ihm von englischer und amerikanischer Armeeausrüstung, die man auf dem Schwarzmarkt verkaufen könnte, mit riesigem Profit. Also gibt ihm mein Freund 10 Millionen Lire, um die Sachen zu besorgen, wissen Sie? Aber der Priester verschwindet mit dem Geld und mein Freund hat nichts mehr. Und jetzt ist klar, dass der Priester das gesamte Geld, die 10 Millionen Lire, für Kokain und Frauen verprasst hat. Und Fabio, mein Freund, wird verrückt. Er will sein Geld zurück. Also zieht er vor Gericht. Und der Priester versucht, sich zu wehren. Und mein Freund sagt... Es gäbe keine Quittung. Wo ist sie? Rück sie sofort wieder raus, sagt Fabio. Was rausrücken? Was? Da ist keine Quittung. Also, wann braucht Ihr Freund das Geld zurück, Paolo? Ich weiß es nicht. So schnell wie nur irgendwie möglich. Oder er dreht das Gas auf. Oh nein, nicht doch. Ich zweifle daran, dass er so etwas Verrücktes tut. Oh ja, er ist völlig verzweifelt. Er schreibt sogar Poeme. Sein Vertrauen in die Kirche ist völlig zerstört. 10 Millionen Lire. Das ist wirklich eine Menge. Aber was ist schon Geld, wenn Freundschaft auf dem Spiel steht? Aber wenn so viel Geld dabei eine so große Rolle spielt, denke ich, dass es um mehr als Freundschaft geht. Was ist schon mehr als Freundschaft? Freundschaft ist das Wunderbarste auf der Welt. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Was meinen Sie damit? Hat Ihnen Signora Coogan das etwa eingeredet? Signora Coogan? Ja, die. Ich verstehe sie nicht ganz. Paolo, wenn die Zeit kommt, dass keiner mehr mich um meiner selbst willen begehrt, dann wird gar kein Begehren für mich mehr existieren.
Kommen Sie nicht rein, ich bin nicht angezogen. Wieso wollten Sie wissen, wann mein Freund das Geld braucht? Weil du noch so jung und so töricht bist. Und so wunderschön. Und ich bin nicht so jung. Und wunderschön schon lange nicht mehr. Und aber bestimmt werde ich langsam weise. Bravo, Christopher. Es ist nicht das Schlechteste, was ich jemals geschrieben habe. Und ich schrieb es für dich. Die Rolle ist wunderbar. Aha. Ein wunderbares Stück. Dann spiel es. Betreib eines dieser legendären Comebacks zurück am Broadway. Ich kann nicht. Kannst nicht? Will nicht. Du kannst vielleicht deinen Beruf aufgeben, aber nicht die Kunst. Gott sei Dank bin ich keine Künstlerin. Paolo! Ich hasse die kalte Sonne. Ich mag es nicht, wenn die Hitze uns verlässt.
Ups. In der Tat. Eine Handvoll? Ich vermute. Ich dachte, das würde dir gefallen. Diese wunderschönen Jungs sind Medizin, wie Penicillin. Man sollte es zweimal täglich nehmen, bis der Anfall vorüber ist. Danach sollte man theoretisch aber doch wieder hergestellt sein. Es sei denn, man hat einen chronischen Virus. Oder sollten wir sagen, einen, der einen treiben lässt? Auf die Bühne zurück in New York gehen? Ah, kalt ist New York. Es gibt eine Menge Klatsch und Tratsch über dich, du weißt. Kichernde Kommentare in jeder Gesellschaftskolumne. Du kannst vielleicht von der Bühne verschwinden, aber nicht aus dieser Art von Öffentlichkeit. Genauso wenig, wie du aus deiner Haut schlüpfen kannst. Es gibt wirklich niemanden, der dich nicht geliebt hätte. Wer sind diese Menschen, die mich schon immer geliebt haben? Ich will Namen. Es sind Tausende. Du repräsentierst... Nur deren Träume. Niemals mich selbst. Ist das tatsächlich dein Selbst? Ja, in meinem Leben gab es keine Medizin. Und keine Drogen. Jetzt ist mir klar, was Abhängigkeit ist. Dann, Baby, bist du verloren. Ma sei pazzo! Papagliano! Imbecille. Nein, 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 nicht im Auto. Schon gut. Das ist eine italienische Tradition. Sag, liebst du mich? Ja? Ich bin hungrig. Oh, es wird regnen. Willst du nicht, dass es regnet? Nein, unser Picknick wird ruiniert. Glaubst du nicht, dass auch noch andere Dinge für uns wichtig sein könnten außerhalb des Amüsements der vielen Ausländer in Italien? Vielleicht sorgen wir uns auch um unsere Landwirtschaft. Oh, Paolo. Ja, ja, ja. Ihr reichen amerikanischen Ladies seid die neuen Eroberer von Rom. Aber weißt du was? Rom ist 3000 Jahre alt. Ja, 3000. Und alle Eroberer, alle von denen, sind wieder zu Staub geworden. Hm. Paolo, warst du ein Faschist? Ich bin ein Aristokrat. Das ist keine Antwort. Weißt du was? Als ich 15 war, war ich schon Pilot. Ich war der Anführer eines Fliegerclubs, genannt die Tauben. Und wir hatten Uniform. Oh, Uniform. Ja, taubenblau. Und goldene Tauben auf den Ärmeln. 6 meiner Freunde
sind über Afrika abgestürzt. Hast du nicht im Krieg einen Panzer gefahren? Beides. Ich war beides. Du kannst das nicht verstehen, dass ich reiste nach Afrika in meinem... In deinem Panzer. Flugzeug! Ich verzeih dir, dass du über mich lachst. Wir sind lächerlich, weil wir verloren haben. Aber du bist nicht weniger lächerlich. Deine Vorstellung im Auto war lächerlich. Wieso? Du wolltest wissen, ob ich dich liebe. Und das war lächerlich? Außer meiner Familie und meinen Tauben habe ich nur einen Menschen geliebt. Und das war meine zweite Cousine, die Principessa di Leo. Oh. Sie wurde vergewaltigt von betrunkenen amerikanischen Soldaten. In Neapel. Schon gut. Heute lebt sie im Kloster der grünen Nonnen. Also lach, worüber du willst. Ich liebe überhaupt niemanden. Paolo! Die Geschäfte sind immer noch offen. Lass uns zu Brioni gehen. Wir müssen Maß nehmen lassen. Für einen Anzug. Brioni? Ja, für deine Sommergarderobe. Nein, nein, nein. Ich akzeptiere kein Geschenk. Ich entschuldige mich. Das war eine schlechte Idee. Signora Kugeln wollte mir einen Alfa Romeo zu Weihnachten schenken. Er sollte blutrot sein. Blutrot? Rot wie Blut. Aber ich konnte das nicht annehmen. Weil ich sie nicht liebte. Ich habe verstanden. Aber jetzt ist es was anderes. Ist es das? Ja. Nach allem lieben wir uns doch, oder? Ich denke, du liebst nur deine Familie, deine Flieger und deine zweite Cousine, die jetzt eine grüne Nonne ist. Ich habe das nur gesagt, weil du meine Gefühle verletzt hast. Und überhaupt, wenn du jemanden liebst, musst du nicht hören, was er sagt. Du musst in seine Augen sehen. Auf sein Herz hören. Oh. Was? Was? Habe ich dich traurig gemacht? Oh. Nein, ich bin sehr glücklich mit dir. Der Smoking wird ein Kunstwerk sein. Blau. Mitternachtsblau. Der einzige mitternachtsblaue Smoking in Rom. Aber der Anzug, oh, das wird ein Meisterstück. Grau wie eine Taube, wie meine Uniform. Wie die Uniform meiner 6 Freunde, die mit dem Boot verschollen sind. Und bitte zeigen Sie ihr das Material. Es ist Kaschmirwolle. Erste Qualität, wundervoll. Siehst du? Komm her, fass es an. Fühle es. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Es ist wunderbar. Ich bin glücklich. A tasket, a little yellow basket. Was? Hm? Bist du überrascht, weil ich das Lied kenne? Ach, du überraschst mich immer wieder. Komm, sing mit mir. Nein, nein, das ist etwas, was ich nicht kann. Was? Hast du nicht auf der Bühne gesungen? Oklahoma! Nein, nein, nein. Ich kann dich zum Singen bringen, wenn du willst. Paolo. Komm schon. A tisket, a tasket. Was bedeutet Tasket? Ich habe keine Ahnung. Na, sing schon. A little yellow basket. Sieh das aus. Ich friere. Das ist hässlich. Das ist doch... Nein, nein. Ich will dich im Licht sehen. Ich bin alt.
wunderschön. Die neue Farbe steht Ihnen. Farbe? Die Ihre Haare. Oh, danke. Das macht Sie so viel jünger. Besser als blond. Blond ist eine amerikanische Haarfarbe. Europäerin tragen das nicht. Man kann es zwar in einer Flasche kaufen, aber man muss vorsichtig sein mit seinem Geld. Wir haben während des Krieges große Verluste erlitten, wissen Sie? Nicht nur, was wir waren, aber auch unsere finanziellen Ressourcen. Einige von uns kommen aus noblen Familien, mutigen Familien. Oh ja, mutig. Jetzt müssen wir betteln. Oh, ist es wirklich so schlimm? Das ist es. Hat Paolo etwas über meine finanzielle Situation erzählt? Nein. Natürlich. Mit seinen Gedanken ist er woanders. Die Jugend. Die Jugend. Ich habe keine Anlagen. Alle unsere Familienerbstücke wurden zerstört. Zerstört? Die Bomben. Feindliche Flugzeuge. Oh ja. Und jetzt ist auch noch meine Miete gestiegen. Der Eigentümer ist ein Kommunist. Ah, sie sollten sterben, alle von denen. Ich dachte vielleicht, möglicherweise könnten Sie mir etwas leihen als Zeichen unserer Freundschaft. Ich bin wirklich sehr beschämt. Bitte vergessen Sie das. Mein Gesicht ist sicher ganz rot. Nur 1.000. Ich dachte vielleicht 1.000. Dollar? Ja, aber natürlich. Die Summe ist nicht gerade klein. In Dankbarkeit, weil... Weil? Weil ich sie in die Kreise der römischen Gesellschaft eingeführt habe. Es würde mich wirklich glücklich machen, Ihnen 1.000 Dollar zu leihen, meine Liebe. Oh, falls ich sie hätte. Aber traurigerweise wurde mein Konto gesperrt wegen eines Rechtsstreits in Amerika. Allerdings habe ich noch einen persönlichen Fonds und daraus könnte ich Ihnen 400 Dollar leihen. 400 Dollar? 400 Dollar. Sie sind überaus großzügig. 400 Dollar. Sie geben 400 Dollar für einen Hut aus. Einen Hut, der ihr Gesicht versteckt. Hast du ihr Gesicht gesehen? Sie ist grotesk. Hey, darauf kommt es nicht mehr an. Sie ist eine siegreiche Amerikanerin. Sie hat besseres Toilettenpapier. Wieso hast du sie angebettelt, ha? Wie du dich vielleicht erinnerst, mein Junge, kriege ich Prozente vom Profit. Und wo ist der Profit, hey? Wo sind die 10 Millionen, die sie dir versprochen hat? Sie verarscht dich. Sie ist nicht vulgär. Sie ist nicht so wie du. Wie dem auch sei. Du wirst nie eine Frau wie sie verstehen können. Huhu, hast du dich in diese Närren verknallt? Sei doch nicht albern. Du weißt ganz genau, welche Frau ich immer lieben werde. Ach, ich weiß, die Nonne. Diese junge Hollywood-Schauspielerin ist hier in Rom. Sie befindet sich zwischen zwei Ehemännern und ist ziemlich gelangweilt. Und? Möchtest du ihr vorgestellt werden? Ich lasse es dich wissen. Marquettas halten emotionalen Abstand von ihren Kunden. Ich bin kein Marquetta. Natürlich bist du das. Aber ein Auslaufmodell. Bald liegst du auf der Straße. Wenn sie von dir gelangweilt ist,
und sie dann endlich nach Amerika zurückgeht wegen ihrer bescheidenen Karriere. Hm? Weißt du, ganz Rom macht sich schon lustig über dich. Keiner macht sich lustig über mich! Jeder Mann in Rom lacht über... Ah! Verschwinde sie nicht. Verschwinde sie nicht deine letzten goldenen Jahre. Paolo, Schatz, du bist nichts weiter als ein wunderschöner junger Mann. Hm? Aber es gibt noch mehr solche wie dich. Tatsächlich. Da sind neue Marquettas in dieser Stadt. Verlass dich drauf, jeden Tag einer. Hübscher als du, jünger als du. Ich will raus. Aber wir sind draußen. Das sind wir nicht. Entschuldige bitte. Was? Ha? Weil ich sonst keine solch feinen Sachen trage? Ist es das? Wer ist dieser Penner? Wen meinst du? Der dich die ganze Zeit verfolgt. Hast du ihn noch nicht bemerkt? Er steht gerade unten. Komm, sieh ihn dir an. Möglicherweise will er ein bisschen Kleingeld. Du hast ein verdammtes Spektakel aus dir selbst gemacht. Was meinst du damit? Man beobachtet uns auf der Straße, ist dir das nicht aufgefallen? Du bist es doch, der sich zeigen will. Und du bist es, den sie beobachten, nicht mich. Hörst du nicht ihre Bemerkungen? Natürlich tue ich das. Mein Italienisch ist besser, als du denkst. Che bello uomo, das sagen sie an den Straßencafetischen. Und du blühst auf wie eine Sonnenblume. Dein Italienisch ist längst nicht so gut, wie du denkst. Ich habe es dir nicht erzählt, aber letzte Woche musste ich einen Mann zu einem Duell herausfordern. Wegen einer Bemerkung, die er über uns gemacht hat. Was für eine Bemerkung? Eine hässliche Bemerkung. Du hast dich wirklich duelliert? Ich wollte die Herausforderung annehmen, aber er verließ Rom. Ich vermute mal, du weißt das nicht. Frauen wie du werden oft in ihren Betten ermordet. Ja, das werden sie. Lass dir mal etwas sagen. Letzte Woche an der französischen Riviera. Einer älteren Frau wurde die Kehle von Ohr zu Ohr aufgeschnitten. Sie lag auf der rechten Seite des Bettes. Und man fand Flecken eines Öls auf dem linken Kissen. Ja? Ja, Haaröl. Versuchst du gerade mir zu sagen, dass du mich töten wirst? Lach so viel du willst. In ein oder zwei Jahren werde ich bestimmt über deinen Mord lesen. Du wirst sehen. Ein oder zwei Jahre sind alles, was ich brauche. Und danach wird eine durchgeschnittene Kehle für mich eine Gnade sein. Du sollst nicht über mich lachen!
war keine Absicht. Lass mich erst das Medaillon meiner Großmutter ablegen. Ja, ich habe über dieses Mädchen nachgedacht. Du weißt schon. Der Filmstar. Angel Hunter. Was für ein blöder Name. Vielleicht. Aber ich bin sicher, bei ihr ist viel mehr zu holen, als du von Mrs. Stone gekriegt hast. Und ich spreche hier nicht ausschließlich von viel Geld. Was meinst du damit? Ich denke an deine Zukunft, Paolo, und ich mache mir Gedanken um deine Karriere. Nach alledem hast du Stil und Benehmen. Es gibt Millionen von Frauen, die dich auf der Leinwand sehen wollen. Hm? Oh. Dann bring sie doch einfach heute Abend in das Apartment mit. Wieso hast du den Tisch verlassen? Wer war diese Frau? Eine Freundin von Aldo. Und wer ist Aldo? Ein Freund dieser Frau. Wo willst du jetzt hin? Das Auto holen, hast du vergessen? Vergessen was? Du hast die Contessa und einige Freunde zur Filmvorführung eingeladen. Ich habe die Contessa eingeladen? Sicher nicht. Du oder ich, was macht das denn für einen Unterschied? Sie werden in 5 Minuten ankommen und dann wird niemand da sein, außer dem Mädchen. Wo denn? In deinem Apartment, was hast du vermutet? Ich bin keine Signora Kugel. Was? Ich bin keine bemitleidenswerte alte Frau, die dir nichts weiter als Geld geben kann. Ich weiß nicht, wovon du eigentlich sprichst. Sieh mich an. Was zum Teufel ist los mit dir? Ich bin nicht so und ich will, dass du das siehst. Ja, ich bin müde und alt und habe meinen Stolz verloren, aber so bin ich wirklich nicht. Ich sagte nichts dergleichen. In Amerika bin ich als schöne, talentierte Frau bekannt. Bücher wurden über mich und Stücke für mich geschrieben. Und jeder in New York wird dir sagen, dass ich niemand bin, den man so behandeln kann. Wenn wir nach Hause kommen, dann zeige ich dir Theaterkritiken und Zeitungsartikel über mich und du kannst es selbst sehen. Ja, ja. Ich habe Bilder von dir in Modemagazinen gesehen. Ich bin nicht jemand, der damit prahlt. Du bist nicht die erste großartige Lady, die ich ausgeführt habe. Letztes Jahr reiste ich durch Marokko mit Mrs. Jameson Walker, eine sehr gefragte Fotografin für Modemagazine. Ich komme aus einer sehr vornehmen Familie. Ich bin nicht nur ein Mister. Ich habe einen Titel. Ich bin ein Graf. Vor Jahrhunderten heirateten wir in andere vornehme Familien ein. Mich würde man niemals mit einer sehen, die keine richtige Lady ist. Wegen des verlorenen Krieges kann ich hin und wieder mein Dinner nicht zahlen. Denkst du etwa, das machte mich stolz? Ich denke nicht, dass das eine würdige Unterhaltung ist. Es ist beschämend, vermute ich. Für uns beide. Was? Der Verlust der Würde.
Es ist ein Skandal. Ein Skandal? Mich kann so leicht nicht schockieren, meine Liebe. Aber sie hat ganz Rom schockiert. Aber womit? Oh, bitte, fragen Sie mich nicht. Ich kann das gar nicht wiedergeben, was ich alles über die Frau gehört habe. Also, ich verstehe Sie nicht. Oh mein Gott. Ich flehe Sie an. Zwingen Sie mich nicht, das alles zu wiederholen. Aber was denn? Es ist tragisch. Sie ist tatsächlich heruntergekommen. Sie ist, wie ich glaube, wie sagt man noch gleich, ein Abgrund. Karen Stone? Meiner Meinung nach nichts weiter als eine Dirne, die reich geheiratet hat. Aber sie war wirklich berühmt. Als Kind habe ich sie schon auf der Bühne gesehen. Ach ja, ihre mittelmäßige Karriere, bezahlt von ihrem Ehemann. Sie hat sich den Weg zur Prominenz erkauft, nichts weiter. Und ich dachte, sie sei gut. Natürlich, weil ich jung war. Und jetzt, wo sie verblüht ist und alt wird, inszeniert sie einen Skandal. Sie wirft sich einem jungen Mann an den Hals, der keinerlei Interesse an ihr hat. Keiner in den Kreisen, in die ich so närrisch war, sie einzuführen, will noch etwas mit ihr zu tun haben. Aber das wird sie nicht aufhalten. Wenn sie Rom abgegrast hat, wird sie nach Tanger weiterziehen. Sie ist noch pathetischer als Signora Coogan, von der Sie gehört haben müssen. Auch dieses dumme Lauschen ist unwürdig. Contessa, wie wunderbar, dass Sie kommen konnten. Baron, Baroness. Oh, Paolo, das ist... Angel Hunter, natürlich. Ich habe alle Ihre Filme gesehen. Ich bin Conte Paolo Di Lio. Signora Stone und ich sind sehr erfreut, dass Sie sich entschieden haben, uns zu besuchen. Die Contessa ist eine glühende Bewunderin von Signora Stone. Oder etwa nicht? Ja, ja, ich verehre sie. Miss Hunter dreht gerade... Ja, natürlich, sie dreht gerade in Rom. Die Ankunft eines so bezaubernden Besuchs in unserer Stadt wird aufmerksam registriert. Paolo? Das Glas der Contessa, kümmerst du dich? Baron? Baroness? Contessa? Oh, und das muss, wenn ich nicht irre, Miss Hudson sein. Hunter. Natürlich. Ich habe Sie so bewundert. Sie waren wunderbar. In dir selber treu. Oh, vielen Dank, meine Liebe. Das ist beruhigend. Ich glaube, die Contessa war gerade dabei, Ihnen von Signora Coogan zu erzählen. Nicht wahr? Diese lächerliche alte Frau? Wir wollen sicher nichts hören über Sie. Miss Hunter, kennen Sie schon unsere 7 Hügel? Oh, ich denke, es waren bis jetzt nur 4. Dann kommen Sie mit mir nach draußen, ich zeige sie Ihnen. Würden Sie gerne etwas essen, Contessa? Nein, danke, ich bin nicht hungrig. Vielleicht ein paar Cracker? Nein. Etwas Dip für Sie? Nein, danke. Es tut mir leid, dass Paolo an Ihren Geschichten kein Interesse hatte. Ich bin immer fasziniert von dem, was Sie über Ihre Kunden zu erzählen haben. Welche Kunden? Der Pronto, Signora. Ja, ja, wir können anfangen. Es sind nur Amateurfilme. Verzeihen Sie die Qualität. Ich rufe Paolo und Miss Hunter. Wo ist denn jetzt unsere Leinwandheldin? Gegangen. Wieso denn so schnell? Weil ich wusste, dass du uns folgen würdest und das in weniger als 5 Minuten. Also habe ich ihr gesagt, dass du hysterisch wirst und ihr geraten, dass sie verschwinden soll. Das ist heute schon das 3. oder 4. Mal, dass du mich gekränkt hast. Zuerst bei Rosatis, als du so rücksichtslos mit dieser Betrunkenen rumgespielt hast, dann... Bitte, bitte. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Ach, tatsächlich. Ich vermute, du kannst deswegen nicht hier schlafen heute Nacht. Nein, kann ich nicht. Die Kopfschmerzen haben damit nichts zu tun. Du wirst direkt von hier ins Excelsior gehen, um diese billige kleine Hure... Stopp! Du solltest dieses Wort nicht benutzen.
Lass mich dir was erklären. Du solltest Rom verlassen. Du hast dich hier zugrunde gerichtet. Es würde mich nicht wundern, wenn unsere Polizei dir deine Aufenthaltsgenehmigung entzieht. Mach dich doch nicht lächerlich. Was ich nicht tolerieren kann, ist deine Unehrlichkeit. Bist du verrückt geworden? Nein, ich bin nicht verrückt geworden. Und ich habe auch nicht meine Erinnerung verloren. Ich habe bestimmt nicht vergessen, dass du mir letzten Februar versprochen hast, meinem Freund Fabio zu helfen, der alles auf dem Schwarzmarkt verloren hat. Oh, Paolo. Oh, Paolo. Mein Freund hat nicht eine Lira mehr. Nein. Nein, Paolo. Du hast dein Versprechen gebrochen. Paolo, bitte, ich bitte. Du hast gelogen! Du verweigerst immer deine Hilfe! Dein Freund existiert gar nicht. Was? Schluss mit dem Lügentheater. Theater? Weißt du eigentlich, wie alt Rom ist? 3000 Jahre alt. Wie alt bist du? 50? 50? Ja. Da hast du die Wahrheit, du bist 50. Aus welchem Grund sollte ich wohl sonst hier sein, außer meinem Freund zu helfen? Ich möchte, dass Sie gehen. Cara mia, der Film ist entzückend. Sie, Contessa, sind eine Puffmutter mit einer Handvoll hübscher Jungs, über die Sie verfügen, nur um langsam alt gewordene, verzweifelte, närrische Frauen und Männer. Und weil ich mit dieser Widerwärtigkeit nichts mehr zu tun haben will, verschwinden Sie zu einem Ihrer anderen Kunden. Was fällt Ihnen ein? Ich bin eine Contessa. Oh, bitte ersparen Sie mir Ihren Titel. Und jetzt raus hier! Nehmen Sie Ihren preisgekrönten Marquetta mit, gehen Sie mit ihm zur nächsten Eroberung, bringen Sie ihn zu diesem Filmsternchen. Ah! Denken wohl, Sie können noble Menschen hungrig vor die Tür setzen und uns dann unser Benehmen vorschreiben. Denken Sie, Sie können den Verrätern helfen, die Il Duce aufgehängt haben und uns dann unser Benehmen vorschreiben. Sie denken, Sie können uns bombardieren und unsere Kinder töten und uns dann auch noch unser Benehmen vorschreiben.